wir stehen jetzt vorm Hamburger Chile-Haus, eins meiner Lieblingsgebäude in ganz Hamburg. Das Chile-Haus ist das Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und wer hat das Ganze finanziert? Ein Kaufmann namens Henry Baron Sloman. In seiner Jugend wanderte er mittellos nach Chile aus. Und im Alter von 60 Jahren kehrte er schließlich als reicher Mann zurück und beschloss, seiner Heimatstadt etwas Gutes zu tun. Am 21. Oktober 1922 erstand er das ca. 5000 Quadratmeter große Grundstück des Chile-Hauses. Zusätzlich erwarb er 4,8 Millionen Ziegelsteine, die er einigen von der Inflation gebeutelten Architekten abkaufte. Und damit sollte dann sein besonderes Bauwerk in der Form eines Passagierschiffs entstehen. Im Jahr 1924, das ist nur 2 Jahre später, schließlich war es dann soweit. Die Bauarbeiten unter der Leitung des renommierten Architekten Fritz Röger wurden abgeschlossen. Hamburg war um eine Attraktion reicher. Das Chile-Haus gilt als Zeichen des Aufschwungs nach dem Ersten Weltkrieg und wurde neben dem Michel zu einem der Aushängeschilder der Hansestadt. Das herrliche Bauwerk im Herzen Hamburg steht seit dem 27. September 1983 unter Denkmalschutz.